Herzlich willkommen bei der Hans-Seidel-Stiftung in Kloster Banz zu unserer neuen Interviewreihe Religion Matters mit religiösen Führungspersönlichkeiten aus aller Welt. Im Mittelpunkt stehen Politik und Religion in der neuen Normalität und die aktuellen Herausforderungen von Corona über internationale Politik bis hin zum interreligiösen Dialog. In unseren Interviews geht es um den Blick führender religiöser Persönlichkeiten aus den großen Weltreligionen. Welche Antworten geben sie auf die Corona-Krise? Welchen Beitrag können Religionen in Zeiten wachsender Unsicherheiten leisten? Wie steht es um Religionsfreiheit und den interreligiösen Dialog in der Welt? Es sind spannende Antworten, die unsere Interviewpartner hier geben. Die Hans-Seidel-Stiftung und ihr neues Kompetenzzentrum Gesellschaftlicher Zusammenhalt und interkultureller Dialog sind überzeugt. Religion matters. Sehen Sie selbst, wenn ich jetzt weitergebe an Oliver Rohloffs, der diese Interviews für uns geführt hat. Unsere interreligiöse Interviewreihe beginnt heute im Norden Europas und wir begrüßen bei uns im Gespräch Antje Jackelen, die ursprünglich aus Deutschland stammt und Erzbischöfin der schwedischen Kirche ist, die über die Hälfte der Bevölkerung Schwedens ausmacht und gleichzeitig Mitglied im Lutherischen Weltbund mit über 75 Millionen Gläubigen ist. Ich erreiche Sie an Ihrem Bischofssitz in Uppsala. Herzlich willkommen, Frau Bischöfin. Frau Bischöfin, wir hatten uns vor dem islamistischen Terroranschlag in Wien zu diesem Interview verabredet. Jetzt haben wir eine völlig neue Situation. Religion wird missbraucht, um in ihrem Namen unschuldige Menschen zu töten. Wie müssen wir damit umgehen? Wir kennen solche Beispiele ja auch aus der Geschichte und haben vielleicht nicht genug daraus gelernt. In diesem Fall, wo es ja um Christentum, Islam geht, ist natürlich ganz elementar zwischen Muslimen und Islamisten unterscheiden. Pauschalverdächtigungen sind immer kontraproduktiv. Ich glaube, es ist wichtig, auch in diesem Zusammenhang das religiöse Bildungsniveau zu erhöhen. Was man so Religious Literacy nennt, ist, glaube ich, genauso wichtig wie Science Literacy. Und die Zusammenarbeit aller guten Kräfte fördern. Ich denke, dem Fundamentalismus und religiös motiviertem Extremismus muss ganz entschieden entgegengearbeitet werden. Und das geht natürlich in erster Linie gegen physische Gewalt, aber auch gegen verbale Gewalt. Denn die ist ja oft der Anfang der physischen Gewalt. Erneut gilt als Auslöser dieser dschihadistischen Gewaltwelle das Zeigen von Mohammed-Karikaturen. Ist es richtig, solche Karikaturen zu zeigen? Im Prinzip ja. Dennoch kann es falsch sein. Ich denke, es kommt da sehr auf den Zusammenhang an. Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut. Und Zensur und Selbstzensur sind meistens negativ. Wenn man nun damit nicht Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung meint, das ist natürlich gut. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass die Meinungsfreiheit ja zum Schutz der Wahrheit da ist. Und eben auch vom Respekt vor der Wahrheit ihre Lebenskraft bezieht. Und wie jede Freiheit kann auch Meinungsfreiheit missbraucht werden. Vermehrt gibt es Stimmen aus Politik und Wissenschaft, die ein verbreitetes Schweigen von Kirchen gerade hinsichtlich islamistischer Gewalt beklagen. Ist dieser Vorwurf berechtigt? Meine Erfahrung hier in Schweden sagt mir, dass es sich dabei relativ oft um ein Versuch handelt, die Kirche sozusagen von außen zu politisieren. Man wirft der Kirche vor, sie handle aus irgendwelchen politischen Gründen, aber eigentlich die, die den Vorwurf machen, haben oft eine sehr, sehr klare und deutliche politische Position. Frau Bischöfin, wie meinen Sie das konkret? Eine Zeit lang sagte die Kritik hier immer der Kirche, ihr kümmert euch nicht genug um verfolgte Christen in der Welt. Eure internationalen Hilfseinsätze, die müssten eigentlich an erster Linie an Christen gehen und nur an Christen. Dass die Kirchen in den betroffenen Ländern dem widersprochen haben und gesagt haben, nein, nur nicht, sondern christliche Hilfe ist eben für Hilfe für alle, die in Not sind. Das liegt im Evangelium. Das spielte bei diesen selbsternannten Beschützern der verfolgten Christen da keine so große Rolle, sondern
die Probleme und die Nöte dieser Christen wurden ausgenutzt, um eben politische Propaganda gegen den Islam zu betreiben. Und da haben wir dann immer argumentiert und gesagt, wir helfen nicht, weil die Christen sind, sondern weil wir Christen sind. Und was den Islam angeht, erschwert diese Rhetorik ja den konstruktiven Umgang mit den ganz offenbaren Spannungen, die es im Islam jetzt geht. Und das Bedürfnis und die Bestrebungen nach Reform, die es auch im Islam gibt. Und das stärkt dann, also diese konfrontative Rhetorik stärkt letzten Endes den politischen Islam, der den Westen als Feind sieht. Was Sie beschreiben, drückt ja aus, wie gespalten unsere Gesellschaft ist. Was für einen Beitrag können denn Kirchen und Religionsgemeinschaften leisten, um diese Spaltung zu überwinden? Mir fällt da gerade anekdotisch ein, vor ein paar Jahren war ich in Berlin zu einer Konferenz, die ging über Populismus. Und ich glaube, wir waren so zwischen 50, 70 Teilnehmer international und kirchliche, aber auch andere Vertreter. Unter anderem war da ein Vertreter des deutschen Außenministeriums dabei. Und ich stand in einer Kaffeepause mit dem zusammen und da sagte der Herr vom Außenministerium, also ich bin so beeindruckt. Also hier kommen Leute zusammen, sozusagen aus dem kirchlichen Umfeld, von so verschiedenen Kulturkreisen, so verschiedenen Ländern, die setzen sich in den gleichen Raum, die sprechen miteinander und es sieht sogar aus, als ob die einander verstehen. Wir haben mit der Außenpolitik, wir haben solche Schwierigkeiten, solche Situationen wirklich zu schaffen, wo dieser Austausch möglich ist. Und ich denke, das ist ein Reichtum, den wir haben und den wir gut und klug verwalten müssen. Unbestritten. Da bleibt auch für die Politik noch viel zu tun, denn diese Weltlage muss einem wirklich große Sorgen bereiten. Wir leben in einer Welt, die von, ja, ich nenne sie manchmal die 5P-Welt, wo 5 gefährliche Ps herrschen. Und das ist die Polarisierung, die eben auseinanderreißt, was eigentlich zusammengehört, die Schere, die immer weiter wird. Das ist der Populismus, der das Volk und die Eliten gegeneinander stellt. Das ist der Protektionismus. Ein gewisses Land zuerst, nicht wahr? Das ist das, was man als Post-Truth oder Post-Faktizität, glaube ich, sagt man auf Deutsch, beschreibt, Fake News und all das. Und das ist auch als 5. dann noch das Patriarchat. Das ist zwar nicht neu, das ist so ein Hintergrundbrausen der ganzen Geschichte, aber gerade in dieser Zeit sieht man, wie diese anderen 4 Ps eine gefährliche Synergie entwickeln, die durch patriarchale Strukturen noch weiter verstärkt wird. Und wo man auch sieht, dass in gewissen Ländern Gleichberechtigung wieder zurückgenommen wird. Frau Bischöfin, wenn Sie das so beschreiben, braucht Politik hier nicht viel mehr religiöse Kompetenz? Gerade in den Ländern, wo doch ein Säkularisierungsprozess stattgefunden hat und wo der Respekt und die Achtung vor dem religiösen Bildungsgut doch sehr gesunken ist. Das heißt, es gibt immer weniger Menschen, die das sozusagen von innen kennen. Und da verschwindet Feingefühl, da verschwindet auch ein Teil des Gefühls für die Rolle der Zivilgesellschaft. Und gerade in Zeiten der Krise, wo es eben darum geht, doch Resilience, geistige Widerstandskraft zu entwickeln und auch eine geistige Reife zu zeigen. Und das ist nicht zu haben, ohne dass man in Dialog steht mit den großen Ideentraditionen der Welt. Und die sind nun mal religiös geprägt. Wie kann denn Religion in dieser Corona-Krise Orientierung geben? Diese Unruhe zu bewältigen, ist eine große Aufgabe. Aber auch eben diese Besinnung, die ja auch eintritt. Ich meine, wir stellen die Fragen, was ist denn eigentlich das Allerwichtigste im Leben? Das wirklich wahrzunehmen und daraus Nutzen zu ziehen. Und das Lernen ist wichtig. Aber ich glaube, grundlegend ist die Frage nach der Hoffnung.
Und da glaube ich, dass wir eine besondere Aufgabe haben, auch zu zeigen, wie sich denn Hoffnung zum Beispiel von Optimismus unterscheidet. Wo der Optimismus nicht mehr kann, da sieht die Hoffnung immer noch eine Zukunft. Hat Corona nicht auch den Zusammenhalt über die Religions- und Staatsgrenzen hinweg gestärkt, weil wir alle erkennen, dass wir im gleichen Boot sitzen? Schon wirklich alle im gleichen Boot, aber auch in sehr verschiedenen Positionen in diesem Boot. Es gibt immer noch welche, die am Sonnendeck sind oder an der Bar hängen, während andere in den dreckigsten, dunkelsten und lautesten Winkeln des Bootes sind. Aber vielleicht doch auch gerade diese Erfahrung des gleichen Bootes ein bisschen eine Generalprobe für die Klimakrise. Konnten wir uns nun doch relativ schnell umstellen, anpassen, dann müsste das auch möglich sein, was die Klimakrise anbelangt. Auch um die weltweite Religionsfreiheit steht es derzeit nicht gut. Wie bewerten Sie denn diese Entwicklung? Ja, ich sehe das auch so, dass wir die nicht so für selbstverständlich halten können, sondern dass die durchaus bedroht ist und dass man da was gegen machen muss. Also selbst in einem Land wie Schweden, wo Freiheit großgeschrieben wird. Wir haben jetzt gerade mehrere Rapporte bekommen, dass Kinder und Jugendliche, die gläubig sind, in der Schule gemobbt werden und gekränkt werden. Nicht nur von Mitschülern und Mitschülerinnen, sondern auch von Lehrern und Lehrerinnen. Und ich denke, das hat zu tun mit Berührungsangst. Das hat zu tun mit einem religiösen Analphabetismus, einem Bildungsverlust, hat auch damit zu tun, dass man die UN-Kinderrechtskonvention eigentlich nicht ernst genug nimmt. Denn die spricht immer davon, dass das Kind auch das Recht hat auf nicht nur auf körperliche und seelische Entwicklung, sondern auch auf geistige, sittliche und soziale Entwicklung. Und da gehören die religiösen Traditionen ja auch ganz selbstverständlich dazu. Und ein Kind, das damit nicht in Berührung kommt, kann letzten Endes auch seine eigene Religionsfreiheit nicht ausüben. Diese Kopplung, dass man eine gewisse Kenntnis haben muss, um auch die Religionsfreiheit dann ausüben zu können, damit es nicht nur eine negative Religionsfreiheit ist, sondern auch eine positive Religionsfreiheit. Frau Bischöfin, in den nächsten Tagen spreche ich mit weiteren Religionsführern der großen Weltreligionen. Was ist Ihre Botschaft an Sie? Wir brauchen einander. Die Menschenwürde steht auf dem Spiel, die Schöpfung steht auf dem Spiel und Treue zu unseren je eigenen Traditionen bedeutet heute gemeinsam für die Menschenwürde und für das Wohl der Schöpfung zu arbeiten. Nur so, glaube ich, kann letztlich die neue Normalität Form annehmen, nach der die Welt schreit. Vielen Dank für diese bewegende Schlussbotschaft. Das war Erzbischöfin Antje Jackelen, Oberhaupt der Schwedischen Kirche für die interreligiöse Interjureihe des Kompetenzzentrums Gesellschaftlicher Zusammenhalt und interkultureller Dialog der Hans-Seidel-Stiftung.